Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin aus der Hauptstadt der milden Winter. Früher mussten auch hier alle morgens die Autos aus den Schneebergen buddeln, vorher natürlich schauen, ob es das Richtige ist. Wer die weiße Pracht in nennenswerten Höhen erleben will, der muss deutlich Richtung Alpen fahren. Wir haben das gemacht und ein weiteres Mal festgestellt, dass Menschen und Autos unter solchen Bedingungen gleichermaßen zu kämpfen haben. Auf zugeschneiten Straßen steigt der Wert einiger Assistenzsysteme spürbar. ESP und ABS sind dann im Dauereinsatz, während die Radarsensoren nicht mehr durchblicken und der Spurhalteassistent die Peilung verliert. Schön, wenn man also auf abgesperrter Strecke mit den Grenzen der Physik Bekanntschaft macht. Bei der Location muss man sich die Frage nach der richtigen Garderobe nicht stellen. Berchtesgaden gilt als schneesicher. Nahezu traditionell lädt Volvo hier zur Lagebesprechung ein und geht auch in diesem Jahr dabei nicht aufs Glatteis. Denn während die Massenhersteller in Europa mit Absatzproblemen zu kämpfen haben, sind Marken mit ausgefeiltem Image im Aufwind. Jeep bricht seit über einem Jahr viele Absatzrekorde und auch Volvo kann strahlen. Volvo in Deutschland hat in 2014 ein sehr gutes Jahr gehabt. Wir sind wie auch die Volvo Car Group weltweit in Deutschland signifikant gewachsen, plus 16% gegenüber dem Vorjahr. Wir haben in Deutschland ein hohes Ziel, die Verdopplung unseres Marktanteiles. Das läuft allerdings auch analog zu den Entwicklungen der Volvo Car Group weltweit, denn auch da schauen wir nach einer Verdopplung des Volumens. Zur Orientierung: Volvos Marktanteil lag in Deutschland 2014 bei 1,1%. Für die Wachstumspläne werden die Modellreihen auch breiter aufgefächert. Dazu gehören die CC-Reihen, was bei Volvo nicht Coupé Cabriolet meint, sondern Cross-Country. Grundsätzlich ist es so, dass wir in jeder Modellreihe einen Cross-Country anbieten werden. Volvo ist ja der Begründer dieses Segments der XCs und Cross-Countrys. Das heißt also, dass reguläre Fahrzeuge mit einer Fahrwerkserhöhung und mit einem Allradantrieb angeboten werden. Früh am Morgen geht es weiter. Strahlend blauer Himmel gibt es nur vereinzelt und kurz vor Österreich wird es grau in grau. Die Sonne scheint zu resignieren. Auf den Durchgangsstraßen tobt der Kampf zwischen Schneeflocken und Salzkörnern. Der Weg zur Teststrecke führt kurz vor dem Ziel am Hintersee nicht gerade über Hauptstraßen, was aber einen kleinen Vorgeschmack auf andere Spielregeln gibt. Dem Kameramann freut die kitschbeseelte Winteridylle. Die Journalisten sind froh, wenn sie nicht aussteigen müssen. Hier ist alles anders. Kein Späti, weit und breit. Ein Ferrari wäre hier völlig nutzlos und bei Gegenverkehr muss ein untrainiertes Körperteil aktiviert werden. Wenn das Gehirn dann die Verkehrslage erfasst hat, sollte der ganze Tross auch mal den Rückwärtsgang einlegen, denn Nutzfahrzeuge können hier kaum ausweichen. Unter diesen Bedingungen wirkt das Markenimage von Volvo beruhigend. Was in Skandinavien durchkommt, kann auch hier bestehen. Bei Ankunft auf dem abgesperrten Testgelände scheint die branchenübliche Anspruchshaltung eine rückgestellte Position. Im heutigen Schneetreiben ist man dankbar für eine beheizte Schutzhütte. Auch hier wieder klare Spielregeln, denn Eitelkeit und Gruppendynamik verleiten Kollegen auch mal zu fataler Selbstüberschätzung. Da beginnt die Kurve mit spaßigem Driften, läuft gnadenlos auf den physikalischen Scheitelpunkt zu und dann pfeift die Kiste seitlich ab. Glücklich, wer dann nicht gegen eine Kante knallt, die den Überschlag einleitet und damit mindestens für ein Jahr abendliches Gesprächsthema in der Rubrik Losergeschichten bietet. Wie eingangs erwähnt, haben die Schweden viel vor. Schon Mitte des Jahres soll es eine deutliche Erweiterung der Mobilitätsdienstleistungen geben, was ja nichts anderes meint als weitere Geschäftsfelder und ums Auto zu besetzen. Denn Expansion bedeutet natürlich, dass Volvo aus der Krabbelgruppe der kleinen feinen Alternative rauswächst. Dann geht es nicht mehr nur um den Verkauf von Neuwagen, weil die Präsenz der Marke auch im wachsenden Gebrauchtwagenmarkt betreut werden muss. Wir hatten den Eindruck, dass Volvo bei dieser Umstellung keine unkontrollierbare Lawine lostreten will, sondern böse Überraschungen mit sicherer Positionierung vermeidet. Wir haben im ersten Schritt Volvo Select eingeführt. Das ist unsere Gebrauchtwagenmarke. Das heißt, hier bekommt der Kunde eine Garantie, dass dieses Fahrzeug nach einem einheitlichen, von Volvo definierten Standard angeboten wird. Im nächsten Schritt führen wir jetzt eine Vermarktungsplattform ein, die schon uns, Volvo, als Importeur mit dem Endkunden in Kontakt bringt. Und wir führen dann den interessierten Endkunden dem Händler zu. Das heißt, der Kunde wird eine Plattform vorfinden, auf der
Händler sich so gut und intensiv informieren kann wie nie zuvor. Gleichzeitig wird die individuelle Ansprache durch den Händler über uns sichergestellt. Auf der Veranstaltung geisterte auch das Stichwort Carsharing herum. Allerdings will Volvo nicht als zusätzlicher Anbieter auf die überfüllten Stadtmärkte drängen. Gemeint ist eher so etwas wie Flottenmanagement für Gewerbefuhrparks mit der Technik der nicht stationären Mietautos. Für solche zusätzlichen Aktivitäten kursiert der Begriff Schwedenflotte, was folglich nichts mit Schiffen zu tun hat. Völlig überraschend in den Verkaufsstatistiken ist der Dieselanteil mit 86% weit über dem deutschen Durchschnitt. Da fragt man sich schon, ob für die restlichen 14% die Benzinerproduktion überhaupt noch lohnt. Die 86% Dieselanteil beziehen sich rein auf die Verkäufe auf dem deutschen Markt. Weltweit gesehen ist das Bild ganz anders. Da ist die Verteilung etwa halbe halbe zwischen Benziner und Diesel. Und deshalb nutzen wir natürlich das Benzinerangebot, was unser Mutterhaus in das Portfolio einbringt und bieten das natürlich auch in Deutschland an. Volvo ist gerade auf Erfolgskurs und die Taktik ist jetzt, die vorhandene Substanz quasi bis zum Rest auszuwringen. Viele Hersteller haben ja versucht, den Boom bei den SUVs mit aufgebockten Kombis inklusive optischen Offroad-Applikationen auszunutzen. Volvo geht da noch einen Schritt weiter, denn genau diese aufgepumpten Versionen wird es auch bei den Limousinen geben. Wir beginnen jetzt mit der Präsentation des neuen Volvo XC90, eine große Produktoffensive. Die wird in den nächsten 4 Jahren das komplette heutige Portfolio ablösen. Dann stehen alle Fahrzeuge auf einer neuen Produktarchitektur mit neuen Motoren. Auf dem Weg dorthin versuchen wir natürlich auch, unser Geschäft erfolgreich zu erweitern und haben von 2 bestehenden Modellen, vom S60 und vom V60, 2 erfolgreiche Modelle, eine Cross-Country-Version gemacht. Cross-Country ist immer ein großer Erfolg. Cross-Country-Modelle sind typisch Volvo und wir glauben, dass wir mit den beiden Fahrzeugen in den kommenden Jahren unser Produktangebot durchaus sinnvoll ergänzen können. Während dieses Parzellieren für den nötigen Umsatz sorgt, beginnt eine völlig unterschätzte kleine Revolution beim Marketing. Volvo wird 2015 nicht auf der IAA in Frankfurt vertreten sein. Das wird aber nicht klein geredet, sondern hat eher den Charakter eines Coming Out. Nur noch eine Messe pro Kontinent, basta. Diese Kriegserklärung an die Spesenritter verkündet der neue Senior Vice President Marketing Alain Visser. Der Mann ist konflikterprobt, denn er hat davor auf ähnlicher Position Opel durch alle Existenzkrisen begleitet. Nun erklärt er für Volvo, dass, Zitat, Motorshows eine eher traditionelle Angelegenheit sind, auf denen Marken sich im Kampf um mediale Aufmerksamkeit gegenseitig verdrängen. Chapeau, Monsieur Visser, genau deshalb zeigen wir in unserer Sendung nicht diese inhaltslosen Bildschnipsel von Autos, die dank Internet schon längst wieder der Schnee von gestern sind. Der Schnee von heute ist so ein Beispiel, wie die Vorteile des Allradantriebes auch wirklich, altes Wortspiel, erfahren werden können. Im Großen und Ganzen, wenn wir am Fahren sind oder wenn alle Autos sich bewegen, bitte immer mit 5 Wagenlängen Abstand und einfach schauen, dass wir in Bewegung bleiben. Volvo will das Marketing sogar intensivieren, dann aber eher mit Aktionen direkt für die Zielgruppen in den einzelnen Märkten. Bei der nächsten Vorstellung herrschten wieder Sichtverhältnisse, bei denen man das Auto auch erkennen kann. Stammseher wissen, dass wir lautes Imponiergehabe für Stilos halten. Uns erfreuen eher die Underdogs, also Fahrzeuge, die harmlos aussehen, es aber faustdick hinter den Ohren haben, beziehungsweise unter dem Blechkleid. Da Kombis früher mal das Image von Nutzfahrzeugen hatten, eignen sie sich besonders gut für einen Wolf im Schafspelz. Ein schicker Familienkombi und ein Sportwagen unter einer Karosserie? Das Ganze sehr diskret? Wer genau so etwas sucht, ist mit dem neuen Audi S6 Avant recht gut bedient. Auf den ersten Blick ist er ein harmloser Familienkombi, doch bei ihm grummelt es mächtig unter der Haube. V8T lautet das entscheidende Kürzel. Hier sorgt ein 8-Zylinder mit 4 Litern Hubraum und 450 PS für Vortrieb. Das Vorankommen erledigt der V8 sensationell. Kein Brüllen, kein Knurren, ein dezentes Sirren und ab geht die Post. Dank serienmäßigem Allradantrieb ohne Reibungsverluste. Beim S6 Avant dauert der Sprint auf Landstraßengeschwindigkeit 4,6 Sekunden.
Auf der Autobahn stürmt er ohne weiteres Zucken, wenn es geht, auf die Spitzengeschwindigkeit von 250 km pro Stunde. Wer ihn am besten alleine mal über eine kurvige Landstraße scheuchen kann, der merkt sofort, beziehungsweise er merkt es halt eher nicht, welche Kapriolen das Fahrwerk ohne auch nur zu zucken mitmacht. Die adaptive Luftfederung passt sich automatisch oder per Hand auf den Fahrstil an. Von sportlich hart bis komfortabel weich. Alles ist einstellbar. So schafft der S6 den Spagat, je nach Bedarf, entweder komfortabel oder eben sportlich zu federn. Allerdings hat der Spaß seinen Preis. Zum einen bei der Anschaffung. Mindestens 78.000 Euro sind fällig. Und zum zweiten ist er trotz Zylinderabschaltung immer noch recht durstig. 4 Liter Hubraum und 8 Zylinder wollen eben, wenn sie ihre Leistung bringen sollen, versorgt sein. Wer ihn ausreizt, wird den S6 kaum unter 10 Litern super fahren. Andererseits, Audi hat ihm zumindest einen großen Tank verpasst. 75 Liter Sprit kann er bunkern. Das ist dann wohl eine etwas andere Art der Lösung von Reichweitenproblemen. Nicht nur der Tank ist großzügig bemessen. Sowohl im Innenraum sowie im Kofferraum ist das Platzangebot reichlich. Hier gehen, wenn er bis unter die Dachkante gefüllt wird, 1680 Liter Ladung rein. Wer die Rücksitzlehnen stehen lässt, der kann immerhin fast 600 Liter reinpacken. Den S6 gibt es von Haus aus mit permanentem Allradantrieb Quattro und der adaptiven Luftfederung. Die Karosserie liegt um 20 mm tiefer. Unser Testwagen ist dazu noch mit den optionalen 20 Zöllern ausgerüstet, kombiniert mit der wirklich fantastisch zupackenden Audi Keramikbremse. Der Innenraum lässt sich ebenfalls aufs Feinste konfigurieren. Carbon, weiches in Wabenform vernähtes Leder, der große Bildschirm in der Mitte mit allen relevanten Anzeigen und Bordfunktionen. Damit es noch schneller geht, hat der Bordcomputer einen neuen Chip bekommen. Schließlich braucht ein schnelles Auto auch einen schnellen Rechner. Ach ja, und wem das alles zu schnell, zu teuer, zu viel Auto ist, kein Problem. Der Einstiegsbenziner mit dem neuen 1,8 Liter TFSI-Motor mit 190 PS macht seine Sache ebenfalls gut. Der ist schon für unter 40.000 Euro zu haben. Also 40.000 ist natürlich auch kein Kampfpreis, schon weil es nur die Basisversion ist. Dann kommt das alte Ärgernis hinzu, dass einige Hersteller Extras nur in Verbindung mit umfänglichen Ausstattungspaketen anbieten. Also auch Ungewolltes oder gar Unnützes mit in Kauf genommen werden muss. Aber für uns ist Paket sowieso zum Unwort geworden, einfach weil ständig welche geschnürt werden und zu viele Kollegen den Begriff aus der Logistikbranche inflationär nachplappern. Das können wir natürlich auch mit einem Paket von Maßnahmen wie Licht aus, Ton aus, Kamera aus, Abspann, Rechner abschalten, Sendeende.